heute in jedem Spital und in jeder Arztpraxis. Das braucht es alles, das ist klar. Aber mit jedem Gerät mehr steigt die Verwundbarkeit auf Hackerangriff. Und das kann Patientinnen und Patienten gefährden, zumindest ihre Daten. Wie gut ist das Schweizer Gesundheitswesen vor solchen Angriffen geschützt? Wir waren bei einem Angriffsversuch dabei. Er macht im Auftrag von Kunden, was sonst Kriminelle im Geheimen tun. Er versucht, Gesundheitseinrichtungen zu hacken. Der Plan heute, vor Ort ins System eines Gesundheitszentrums zu gelangen und so an Patientendaten zu kommen. Jetzt im Gesundheitswesen sind wir eigentlich immer erfolgreich. Aber wenn man genug Zeit hat und weiss, was man macht, ist eigentlich die Ausbeute relativ gross. Das Lukrativste ist natürlich, dass man da Daten rausholt und dann eine Erpressung anstrebt. Also einerseits eine Erpressung wirklich von der Praxis oder vom Spital selber, dass man sagt, gebt uns entsprechendes Geld oder wir machen die Daten öffentlich machen. Oder dass man in einem nächsten Schritt Patienten selber angeht und sagt, eben, wir wollen Geld oder wir wollen die Patientendaten oder die Gesundheitsgeschichte veröffentlichen. Ziel ist heute der Luzerner Standort eines Gesundheitszentrums, das an verschiedenen Orten in der Schweiz modernste medizinische Grundversorgung anbietet, vom digitalen Röntgen bis zum 4D-Ultraschall. Das Szenario: ein paar Minuten alleine im Untersuchungszimmer, ein Kabel einstecken, ein paar Klicks. Wird das reichen, um an Patientendaten zu kommen? Hackerangriffe auf Gesundheitseinrichtungen machten mit dem Virus WannaCry zuletzt 2017 international von sich reden. Zehntausende von Spitalgeräten, insbesondere in England, waren durch den Angriff lahmgelegt. Im selben Jahr wurden in einem Pflegeheim im aargauischen Schöftland Patientendaten von Erpressern verschlüsselt. Das Heim zahlte Lösegeld, um die Daten freizubekommen. Und letztes Jahr demonstrierten Sicherheitsexperten an einer Konferenz, wie einfach es ist, Vitaldaten von Patientinnen und Patienten von extern sogar zu manipulieren. Wie verbreitet solche Cyberattacken im Schweizer Gesundheitswesen sind und wie viele davon erfolgreich sind, kann oder will in der Schweiz niemand sagen. Die bis zu 40 Meldungen pro Jahr bei der Melde- und Analysestelle des Bundes, Melanie, seien nur die Spitze des Eisbergs, sagen Insider. Einer davon ist unser Auftragshacker von vorher, der natürlich legal, mit Wissen und im Auftrag von Kunden hackt. Das ist definitiv nicht alles. Da gibt es einerseits eine Dunkelziffer, dass man viele Angriffe wahrscheinlich gar nicht merkt und dementsprechend dann nicht melden kann. Und dann gibt es natürlich auch viele Zwischenfälle, wo man darum bemüht ist, dass die nicht gerade nach Hause kommen. Also sprich, die behalten wir dann lieber für sich. Hier im Gesundheitszentrum Monvia in Luzern kann Cybersicherheitsexperte Marc Ruf Sicherheitslücken im Netzwerk ausmachen. Eine davon ein Ultraschallgerät, das ans Netzwerk angeschlossen ist. Über das Gerät hackt er sich in eine sonst geschützte Datenbank mit Patientendaten und könnte hier auch Schadsoftware einschleusen. Doch wäre das auch von außerhalb möglich? Der Aufwand ist natürlich für einen Angriff über das Internet höher, aber das heisst nicht, dass der Angriff unmöglich wäre. In der Regel ist es so, dass man ein menschliches Opfer braucht, das einem ein bisschen unterstützt. Also sprich, man schickt zum Beispiel ein E-Mail mit einem speziellen Anhang und wenn der aufgemacht wird, dann hat man die Möglichkeit, den Angriff quasi von außen durchzuführen, wie wenn man von intern wäre. Solche menschlichen Opfer hat Marc Ruf auch bei Monvia gefunden. Mehrere Mitarbeitende klickten bei einer Phishing-Mail auf den Anhang. Das Phishing-E-Mail von Herrn Ruf oder seiner Firma hat extrem viel schon bewirkt. Wir rechnen damit, dass das jetzt auch ein halbes Jahr oder so herhebt, dass die Leute sensibilisiert sind. Üblicherweise herrscht im Gesundheitswesen Verschwiegenheit über Sicherheitslücken. Dass die Verantwortlichen bei Monvia Puls beim Hackversuch dabei sein ließen, ist eine große Ausnahme. Ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema. Mir geht es darum, dass Patienten in der Schweiz gesamtheitlich auf den Datenschutz zählen können und dass die Sensibilisierung eben auch außerhalb von uns stattfindet. Was mich beruhigt hat, ist, dass in dem Auditbericht herausgekommen ist, dass wir in der Gesundheitsbranche absolut auf Standard sind, dass wir da keine gröberen Lücken haben. Trotzdem sollen die bestehenden Sicherheitslücken natürlich möglichst schnell geschlossen werden. Für Gesundheitseinrichtungen bleibt also einiges zu tun, bis Auftragshacker wie Marc Ruf die Arbeit ausgeht.
Ja, bei uns ist jetzt Jürgen Holm. Sie sind Medizininformatiker. Guten Abend, Herr Holm. Ja, schönen guten Abend. Jetzt haben wir gehört von der leitenden Ärztin in dem Gesundheitszentrum. Sie ist froh, dass Sie quasi Standard sind, so jetzt mit dem Schutz, wie es bei Ihnen aussieht. Aber wir haben gesehen, das ist dem Hacker wahnsinnig leicht gefallen, da reinzukommen. Ist das unser Standard? Ja, also vom Prinzip her muss man natürlich schauen, wie die Sicherheit da aufgebaut ist in so einer Arztpraxis, in einer Gruppenpraxis. Also ich denke, was wir da gesehen haben, dürfte der Standard sein. Ich habe jetzt natürlich nicht allzu viel Informationen dort bekommen, aber es sieht eigentlich ganz normal aus dort. Mhm. Muss ich mir also Sorgen machen als Patientin, als Patient mit all meinen Daten dort drin, so einer Praxis? Nein, muss ich dazu sagen. Also vom Prinzip her ist es natürlich wichtig, dass die Verantwortlichen dort in der Praxis bestimmte Grundregeln eigentlich beachten. Das heißt eigentlich immer ihre Betriebssystemsoftware auf den neuesten Stand bringen, Antivirensoftware haben, ihre Firewall bedienen und so weiter. Und natürlich, wie wir es gesehen haben, was ja auch angedeutet worden ist, dass die Mitarbeitenden immer aufgeklärt sind, immer ein gutes Gefühl dafür haben, was darf man anklicken, was nicht. Das ist ganz wichtig. Wie viel hat denn jetzt das Spital oder die Praxis selber in der Hand? Man sieht die Geräte, das Ultraschallgerät im Beitrag, das sind ein bisschen wie Einfallstore, auch in die Datenbanken. Kann man denn da überhaupt selber genug machen oder muss da der Hersteller kommen und die Geräte aufrüsten? Also Sie sprechen da ein wichtiges Problem an. Die Medizinprodukte, wie wir das so sagen, in den Spitälern, aber auch in den Praxen, unterliegen einer bestimmten Norm, einer bestimmten Gesetzgebung. Und das bedeutet leider, dass auch die Betriebssysteme nicht einfach abgedatet werden dürfen. Und damit ist es grundsätzlich ein einfaches Einfallstor für Hacker, sofern außenrum nicht gut geschützt wird. Oder? Ich meine, wenn ich die Praxis von insgesamt natürlich mit Firewall und allem drum und dran sehr gut schütze, dann sind natürlich die Geräte innen drin eher auch noch geschützt, aber jetzt hatte der Herr hier ja die Möglichkeit, in der Praxis zu sein, vor dem Gerät zu sitzen. Und da hat er natürlich sehr schnell gemerkt und gesehen, ja, ist ein leichtes Spiel für ihn. Eben, so ein Spital oder eine Praxis ist eigentlich fast ein öffentlicher Raum. Da hat es manchmal wirklich ganz viele Leute und niemand kennt einander so richtig. Kann man das Spital überhaupt richtig abschotten und sicher machen? Ja, auch das ist eine wichtige Frage. Ich denke, der Faktor Mensch ist eigentlich eine ganz wichtige Komponente. Also einerseits könnte natürlich ein Hacker reinkommen, sich einen weißen Kittel anziehen und ganz cool durch die Gänge gehen. Wir kommen ja alle rein ins Spital, wenn wir zu den Besuchszeiten da sind. Das heißt also, auch die Mitarbeitenden müssen immer ein Auge drauf haben, wer ist denn da an welchem Computer. Und wenn man sich unsicher ist, dann die Leute ansprechen. Und wenn man das sich nicht traut, dann zumindest der IT Bescheid sagen, vielleicht ist da irgendetwas gewesen. Ganz wichtig eigentlich. Aber ich glaube, das Risiko gehen die Hacker eigentlich in der Regel gar nicht ein, da erwischt zu werden. Es ist viel einfacher, das über wieder Hacker hier das auch in dem Beitrag gezeigt hat, gesagt hat, über E-Mails mit Anhang eigentlich so in das Spital hineinzukommen. Gut, also all diese Schwachstellen, oder, kann man jetzt sagen, gehören hoffentlich die Verantwortlichen in den Spitälern, in der Praxis, E-Mail, Gerät, dort wirklich das Auge drauf haben, weil es geht um unsere Daten, die dort sind, um ganz heikle Daten. Ich danke Ihnen, Herr Holm, dass Sie heute Abend bei uns waren. Ja, sehr gerne. Merci vielmals.